So, willkommen zurück. Wie haben wir uns entschieden? Tja, wir haben uns doch gar nicht entschieden, Das wie ist ihr seht, richtig. ne? Wir sollten uns überlegen, ob wir Dan sozusagen folgen und den ganzen Laden hier aufmischen, weil das alles einfach Unrecht ist, wie die hier vorgehen, oder ob wir der Doktorin sozusagen folgen und ihre Tests weiter unterstützen und uns mit Geld abspeisen lassen und einfach gehen. Ja, aber wir haben auch noch die Option Spare Amelia, was aber nicht gleichbedeutend ist, damit das Angebot von Amelia anzunehmen. Das mich auch noch ein bisschen irritiert. Ja, also alle umbringen außer ihr. Naja, also ich bin generell schon dafür, sie zu verschonen, weil man muss ja nicht mehr Leute umbringen, als unbedingt nötig ist. Das kostet ja auch alles Munition und so. Es kostet ja auch alles, vor allen Dingen Munition, ja. Ja. Moralisch egal, aber die Munitionskosten, stell dir das mal vor. Ja. Gut, wir können ja einfach mal. Wollen wir dann X machen? Wir machen mal X und gucken, was passiert. Ach so, es geht um die Amelia, genau, dieses Mädchen. Amelia Stockton. Aber wir haben wieder mal bevor Nick Ja. gepunktet. Ja, der mag das. Gut, dann, wenn ihr nicht kompromissfähig seid, dann würde ich sagen, Rejecten wir das, wir lehnen das. genau, Genau, den und Vorschlag ab. wieder noch Nick. Ja. Wir sind jetzt hier so. Oh, Hier ist jetzt Alter. Action, meine Güte. Gut, dann ziehen wir mal eine Waffe und kümmern uns um Dr. Dr. Rosalind Rosalind Chambers. Chambers. Ah, das treffe ich doch nie aus der Entfernung. Oh, Aber wir jetzt haben kommen sie jetzt aber in hier aus die. allen Richtungen, ey. Aus allen Löchern kommen sie gekrochen, die kleinen Na, wir Ratten. sind ja an allen vorbeigelaufen. Ja. Jetzt muss man nur gucken, dass wir den nicht töten, wo ich gesagt habe, den lasse ich am Leben. Den kann ich nicht unterscheiden, insofern. Ah, das ist Manny, der hat uns hier durchgeführt. Manny the Man. Manny the Man Manson. Genau. Was ist sie denn jetzt? Hier wieder laute Kampfmusik. Oh, Vorsicht, dass wir Emilia nicht erschießen. Die steht da leider Das direkt wäre neben bitter. Manny. Manny ist hin. Aber jetzt haben wir immerhin Dan und Nick. Also wir sind nicht ganz alleine hier Ja, und drin. zu dritt, das geht doch ganz gut. Naja, gut, das war's. Compound. Hier kommen noch ein paar. Oh nein, er schießt auf Dan. Ja, vor allen Dingen, wie ist denn der Typ hier reingekommen? Hinter Dan. Der macht aber keinen guten Job, da die Vielleicht Tür zu verteidigen. ist Dan einfach scheiße. Wahrscheinlich. Er mag es nirgendwo und er ist auch noch scheiße. Guck mal, jetzt hockt er da. Ja, gut, komm, jetzt Jetzt sicher hockt mal er in den da. Na Laden. gut, da kann er ja mal sichern, dann können wir nach oben gehen und Emilia da Ja, ne, befreien. erstmal looten. Kennst das doch. Ja. Erstmal looten. Nachher vergessen wir hier noch was. So weit kommt's noch. Erstmal ins Terminal gehen, schön hacken. Ja, hier, wir haben ja Zeit. Warum das muss ja jetzt hier nicht gesichert. Guck mal hier, wir müssen eh die Zelle aufmachen. So. Ja. Talk with Honest Dan. Können wir nochmal die anderen Zellen auch aufmachen. Vielleicht ist da ja auch noch irgendwas drin. Was ist hier? Messages. Team ready. Retrieval Team. Also die haben die Leute reingeholt. Die Emilia. Until this whole Honest Dan Affair is resolved, stand down. Also sie haben jetzt keine weiteren Subjekte geholt, solange Honest Dan in der Stadt war. Macht ja auch Sinn, weil es wäre ihm ja wahrscheinlich dann aufgefallen, dass Leute verschwinden. Sozioökonomie, Covenants Trade Policies are unsustainable. As soon as we can't afford the subsidies, Miss Fitzgerald will increase her prices. Bla 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 bla. Genau, also es ist nicht mehr, dieser Covenant kann sich nicht lange halten, weil die niedrigen Preise, die sie angeboten haben, die Genau. sollten ja Leute anziehen, damit mehr Testsubjekte in die Ja. Stadt kommen. So verstehe ich das, aber irgendwann ist einfach alles bankrott und sie können sich das nicht mehr Genau. leisten. Also hier, but all means proposal. We need a large data sample, bla bla bla. Are close to the psychological baseline. This institute gets a single hint of our existence. Genau, sie sind ständig in der Gefahr, dass das Institut sie entdeckt. Und am besten sind die Testsubjekte natürlich, wenn sie überhaupt nicht wissen, was abgeht. Die sind also quasi gegen das Institut und machen aber eigentlich die gleiche Genau das Scheiße. gleiche wie die, Genau den oder? gleichen Scheiß wie sie. Voll krass hier, entführen Leute, die Bloß verschwinden. und direkt Hinter dir, ja. dem anderen Mit ideellen Vorwand. der gegensätzlichen Idee, genau. Sie wollen Genau, die aber Synths aufspüren und sie. faktisch noch das Gleiche. Sollten wir sie nicht begleiten? Nee, ach, da sind ja nur noch 10 Wachen, an denen sie vorbei muss. Sie schafft das schon. Na dann. Sie war ja auch schwer gerüstet und schwer Ja. bewaffnet und so. Ja, ich denke auch immer. Es kann irgendwie nicht sein, dass man Leute wochenlang oder tagelang verhört und foltert und weiß ich was und nichts rauskriegt. Ja, dann sind sie wohl menschlich genug. Ja.
My share should reflect that. There's some truth to that. Da hat er recht. Na dann, 60-40. Aber das macht... Okay, das machen wir jetzt nicht, sonst ja. Spielen wir unser ganzes Fuß bei Nick wieder. Das stimmt. Aber ich meine, soweit war es ja richtig. Wir haben ja mehr gemacht. Ja. So, Human Error, sehr gut. Wir gucken mal nochmal kurz hoch, ob hier noch irgendwas ist. Hier genau, sie ist ja gestorben. Ein bisschen Geld. Sie hatte noch ein Eichhörnchen am Stock dabei. Sehr gut. Den Labcoat brauchen wir jetzt nicht. Und du brauchst den Goggles. Scheiße. Oh, hier, yeah. Ah, Mole Rat Meat. Lecker. Das ist eine schöne Zelle hier. Boah. Toll. Aber das hat echt kalt den Rücken runter. Compound Key, das heißt, wir kommen da jetzt auch wieder raus. Wo er seine Hand wieder hat, ja. Mhm. Guck dir das mal an. Es sieht echt. Ja, ne? Ach, was machst du denn? Er ist zumindest bei dem gestorben, was er liebte. Ja. So kann man sagen. So, gucken wir nochmal, was in den Zellen hier. Wissen, hat er einen glücklichen Tod. Nichts. Nichts. Nix, nix, nix. Na gut. Das war das. Nicht so aufregend. Hier sind noch ein paar verdampfte Leute. Können wir noch ein bisschen was mitnehmen? Yay. Teddybär. Brauchen wir nicht. Die haben alle so Flanell-Shirts an. Ja. Sehr hübsch. Fancy Lad Snack Cake. Aber die haben viel Munition dabei. Oh, naja. Finde ich gut. Sind ja auch. Das sind ja auch Wachen. Müssen sie auch haben. So, wie kommen wir denn jetzt hier am schnellsten wieder heraus? Ich glaube, wir kommen von hier, ne? Ich glaube auch. Da geht's nach unten, da geht's nach oben. Wir wollen ja Tendenz hier wahrscheinlich. Das immer was er anguckt. Hey du! Oh, warte mal, habt ihr eine Macke? Also eben noch friedlich, ne? Und dann plötzlich. Oh, das war eine Mine. Au. Jetzt bin ich die eigene Mine reingelaufen. Ich bin so dumm. Es ist schon spät am Abend, wir sind beide müde. Nun gut, das kann passieren. Ich wollte sie eigentlich gleich wieder entschärfen, aber es hat nicht geklappt. Der brennt. Der ist Feuer und Flamme mit mir zu kämpfen. War hier nicht noch einer? Nö, tot. Yay, tot. Tot. Nick hat ihn umgeschubbt. Tot. Skillier Buttercup Body? Braucht man nicht. Was ist das? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Irgendeine Figur vielleicht oder so. So. Oh Mann, wie viele sind denn da noch? 7 Bottle Caps. Oh, da spritzt das Blut. Das wüsste ich auch gern. Au! Ach, hinter der Ecke. Hinter der Ecke. Na komm her. In dein Gesicht. Ja. So, weg ist der. Jetzt, wo geht's denn jetzt hier raus? Hier oben irgendwo, glaube ich. Da. Da ist das Ding. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf uns schießt. Nein. Sieht ganz friedlich aus, das Geschütz. Hätte sein können, dass jetzt, wo wir unser wahres Gesicht gezeigt haben. Der Maschinendom jetzt weiß, dass wir böse sind. Plötzlich und unerwartet. Hat noch einer, kurz bevor wir da angekommen sind, das umprogrammiert. Genau. So, klick, klick. Gut. Piu, piu, piu. Genau, klick, klick, piu, piu, piu. Genau. Klingt nach der Story dieser Folge. Ja, das ist die Frage, sollen wir nochmal zu dem Old Man Stockton gehen und ihm sagen, hey du? Ja, oder? Alter, was geht ab? Ich weiß jetzt nicht genau, wo er ist. Wir können ja mal gucken. Was ist hier mit dir? Verscheuche nicht die Fische. Ja, ne, hier sind ja auch noch andere Leute am Start. Voll am Start sind wir. Ist ja nicht dein Ding. Mystery Meat, das haben wir ja auch noch mit diese Fabrik da und so. Das kann ich ja vielleicht mal nebenbei irgendwann machen. Genau, da habe ich noch ein Holotape, blablups. Also wir haben jetzt keine weitere Aufgabe zu dem Thema. Ich weiß auch nicht, wo der Old Man Stockton genau ist. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der hier ist, im Bunker Hill. Wir können da mal vorbeigucken. Ja. Da waren wir nur einmal kurz, da sind wir nur vorbeigelaufen. Weil wir da keine Aufgabe oder so hatten. Ich glaube, der war da, wenn ich mich dunkel erinnere. Der betreibt da einen Laden, also halt diesen Stockton Trading Company Laden. Von wo aus die Karawanen unterwegs sind. Mal schauen, ob wir den finden. Vielleicht möchte er uns ja nochmal persönlich danken mit seinem Scheckbuch. Das für seine Tochter. Weil ich meine, was haben wir jetzt? 300. Scheckbuch, dass wir gegen Bottle Caps einlösen können. Ja, das wäre gut. Okay. Was haben wir jetzt bekommen? 360 Bottle Caps, das ist schon richtig viel. Also bei dem Spiel, was wir bisher immer so hatten, hatten wir höchstens mal so 1500. Ja. 360 schon nicht schlecht. Das stimmt. Mann. Was ist jetzt hier mit dem blöden Zündding? Hör auf. So. Okay. Karawane. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier gibt es also offensichtlich. Kuh. Leute. Die ist lustig. Die ist lustig mit ihren zwei Köpfen. Die Mutter hat einen Kuh. I'm Meg. Me new to the hill? Yeah. For 10 caps, I can give you the tour. Okay, cool. Nobody knows a place like me.
get it for free? Any chance I can get it for free? What? Even I can afford 10 lousy camps. Na gut, ja. Sure. Wir holen uns die Tour. Wir wollen ja alles sehen. The market's in the back, bar's in the corner, and the outhouse is over the wall. Bye. Danke für die Tour. But, wie denn? Die muss man mit den Hintern versohlen, ey. Best not to talk to the raiders. They can get rough. Aber muss ihr lassen, sie ist geschäftstüchtig. Ja. Okay, ihre Mutter ist die Ärztin. I might be a doctor one day. Or maybe a sharpshooter. Es ist beides chirurgische Präzision, ja. Ist gefragt. Scharfschütze oder... They can get rough. Oder Chirurg. So, okay. Dann gucken wir mal, wo ist denn hier... Wo sind denn hier Leute? Ich dachte, das ist jemand. Ich dachte auch, das ist jemand. Eindeutig niemand. Da hinten ist doch... Jemand. Ist doch jemand. Wer seid ihr denn? Joe Savoldi. Das ist dann wohl der Barkeeper oder so. Okay, da sagt uns, dass wir uns mit der Railroad nicht einlassen sollen. Wir können mal fragen, was er über die Railroad weiß. Willing to risk their lives for sins. And that means they fight the Institute. Only ones that do. What? You think that's noble or some bullshit? That just makes them idiots. No son of mine is going to throw his life away with those lunatics. Na, sein Sohn scheint, wenn es der Sohn ist daneben, aber schon relativ positiv denen gegenüber zu stehen. What are sins? Also ja, ganz ehrlich, die Frage stelle ich mittlerweile jetzt nicht mehr, weil es ist no problem helping people. Sins, though? All I do here is help crusty old caravan hands, no offense, go blind off rot gut. At least the railroad's fighting the Institute. And why not save sins? Might as well go off and join the Death Claw president. Wir können auch die Todeskrallen beschützen. Aber ich sehe da doch einen Unterschied, weil es gibt ja Sins, die intelligent sind, mit denen man reden kann, die auch gar kein Interesse daran haben, mit Menschen irgendwie. Ja, man muss das schon mal ein bisschen differenzieren. Finde ich auch. Man sollte eigentlich immer alles differenzieren. Ah, das ist tatsächlich sein Sohn. Ja. Aber Valentine mochte das nicht. Sondern Valentine hated that. Ja, schön für ihn. Wir haben uns jetzt so krass eingeschleimt bei ihm, der kann auch mal was machen. Warum mag er das denn nicht, wenn wir es Sünd retten wollen? Ach, was weiß er nicht. So, was hat sie? Irgendwas Schönes. Wastelander's Friend. Ach, nur eine Pistole haben wir selber, danke. Noch irgendwelche coolen Klamotten, auch nicht. Pelzmütze. Ist eigentlich ganz geil. Können wir mal nehmen. Sieht bestimmt lustig aus. So, was haben wir noch? Können wir mal ein paar Shotgun-Shells mitnehmen. Zack. Ja, sonst haben wir hier nichts weiter. Wir können sie ja mal aufsetzen. Mal gucken. Kann man eigentlich irgendwo sehen, was für ein Verhältnis die Begleiter zu einem haben im Moment? Ich wüsste nicht wo, aber es würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Ja. Ich meine, ob man gerade auf den mag oder nicht oder einem neutral gegenüber steht. Ist zumindest wärmer. Heiß. Passt erstaunlich gut zu den Klamotten, weil es auch so braunes Leder ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt, das Ding. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja. So, jetzt, wir suchen ja eigentlich immer noch... Auf jeden Fall nicht mehr Rüstung als unsere Betonfrisur. Nee, genau. Die schützt, gegen jeden Angriff. Ja. Wo ist denn jetzt ein alter Mann namens Stockton? Nirgends. Schade. Wer bist du denn? Huh? Erzähl mal. Hey, Trashcan Carla. Ja, rob me, genau. Threaten. Nein, danke. Mm-mm. Sarkastisch. Oh yeah. Have you come to the wrong place? My loving days have long since passed. I'll tell you what, beautiful. You made an old girl smile. Oh, wir haben sie mit unserem Sarkasmus gekriegt. Ja, Discount. Oh mein Gott. Wir sind einfach super. Ja, okay, also den Discount haben wir, glaube ich, jetzt für immer. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht unbedingt was kaufen. Aber gibt es denn hier überhaupt irgendwas Schönes? Zum Beispiel Buff-Out. Das gibt's und das möchte ich auch haben. Dankeschön. Kann man immer gebrauchen. Selbst du denn, Edward? Oder so, Jacob? So sieht er auch aus, Alter. Kenne ich dich? Nein. But I've heard of you. Was hast du von mir gehört? Ja, das trifft auf uns zu. Das kriegen wir hin, ja. Wir sterben zwei, drei Mal und dann kriegen wir es hin. Dann kriegen wir es hin, wenn wir ein paar Mal wieder geladen haben. Was gibt's denn dafür? Ich bin mal gleich so fieser Söldnermäßig unterwegs. Okay. Okay, wir kriegen erstmal nur den Mindestlohn. Hey, das ist Deadpool. Ja, stimmt, der sieht ein bisschen so aus.
Aber er hatte nicht den Anstand, sich hinter einer roten Maske zu verbergen, so wie Deadpool. Okay, also er ist Edward, der für einen Jack Cabot arbeitet. Aber wir müssen uns erst persönlich bei ihm vorstellen. Scheint so ein reicher Einsiedler zu sein oder sowas. So klingt es zumindest. Special Delivery. Talk to Jack Cabot. Gut, dann würde ich sagen, kann ich ja diese, ist eine Nebenaufgabe, eine kleine, kann ich ja vielleicht dann nächste Folge mal alleine machen. Wir beenden nämlich unsere Session jetzt für heute. Und ich nehme mal hier noch das Join the Railroad mit. Das hören wir uns vielleicht nächstes Mal auch an. Und dann schauen wir mal nächstes Mal weiter, was hier so passiert in Bunker Hill und bei Jack Cabot und überhaupt. Und du willst den Old Man Stockton finden. Ja, der muss ja eigentlich irgendwo rumstehen. Ich glaube, das war hier. Ich bin mir relativ sicher. Aber mir war so, als würde er hier halt stehen, weißt du? Als wäre das sein Verkaufsstand. Ja, und da steht es gerade nebenan. Aber vielleicht ist auch einfach nachts und der pennt jetzt gerade. Ja. Kann auch sein. Also nachts auf jeden Fall. Schaue ich mal nächstes Mal. Genau, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.